Modul 5 Kundensegmente. Unter Kundensegmenten versteht man die Einteilung eines Gesamtmarktes in Teilsegmente. Ein Kundensegment fasst eine Gruppe von Kunden zusammen, die sich bezüglich ihres Kaufverhaltens homogen verhalten, also ein vergleichbares Kaufverhalten zeigen. Marktsegmente dienen zur Bestimmung von Geschäftsfeldern eines Unternehmens und dienen auch zur Ausrichtung der inneren Aufbauorganisation und der Vertriebswege. Eine Kundengruppe ist eine Gruppe von Kunden, welche sich zwar ähnlich sind, aber nicht homogen im Sinne der Kundensegmentierung. Hier können zum Beispiel zwischen Geschäftskunden oder Privatkunden wie Junioren, Frauen und Männern, Familien, Senioren, Besitzer von Grund- und sonstigem Vermögen, Halter von Fahrzeugen, Halter von Tieren, internetaffine und nicht internetaffine Kunden nach Sprache und kulturellem Hintergrund und so weiter unterschieden werden. Die Kundengruppen können auch nach anderen Faktoren unterschieden oder zugeordnet werden, zum Beispiel nach Kaufabschlussgewohnheiten, demografischen, soziodemografischen und psychologischen Merkmalen, sogenannte Kundentypologien, nach Lebenszyklen oder Lebensphasenmodell und als soziale Bezugsgruppen. Bei Geschäftskunden solltest du dir Klarheit darüber schaffen, ob du eine Business-to-Business- oder eine Business-to-Consumer-Kundenbeziehung haben möchtest oder anstrebst. Dies ist eine sehr wichtige und weitreichende Entscheidung für die Ausrichtung deiner Kundengruppen. Ob es sich um gewerbliche oder industrielle Kunden handelt, ist ein weiteres Unterscheidungskriterium im Business-to-Business. Sie können nach Branchen, Betriebsgrößen, Rechtsformen, national oder international aufgeteilt werden. Grundsätzlich ist jede denkbare Einteilung möglich. Schlussendlich geht es darum, diese Kundenzielgruppen in einer weiteren Verfeinerung aus den Kundensegmenten abzuleiten, um damit profitable Marktteilnehmer auszuwählen, die für deinen Kundennutzen bereit sind zu bezahlen und andere gezielt auszusortieren. Bei den Kundengruppen kommt immer auch die Frage auf, welchen zusätzlichen Wertbeitrag kannst du bieten? Das heißt, welchen zusätzlichen Wert schaffst du durch dein Produkt oder deine Dienstleistung für eine bestimmte Kundengruppe und machst es dadurch wertvoller als andere Produkte oder Dienstleistungen? Hier ist eine Zuordnung des Kundennutzens als differenzierender zusätzlicher Wertbeitrag zu den jeweiligen Kundengruppen von Nutzen. Denn nicht jede Kundengruppe wird diesen zu schätzen wissen und dafür Geld ausgeben wollen. Die eingeteilten Kundensegmente können sich auch von der Art des Kundenkontaktes sehr deutlich unterscheiden. Hierbei spielen die gewählten Vertriebswege eine Rolle. Du solltest dir klar darüber werden, welche Beziehungen du zu deinen Kunden in den jeweiligen Kundensegmenten unterhalten möchtest. Bei einer Kundenbeziehung unterscheidet man drei Phasen, um eine engere Kundenbeziehung aufzubauen: die Kundenakquisition, die Kundenpflege und die Kundenbindung. Welche Bedeutung die drei Elemente haben, hängt stark von deinem Geschäftsmodell ab. Gewisse Leistungen sind nur für einen einmaligen Verkauf ausgelegt. Nach dem Verkauf löst sich die Kundenbeziehung sofort wieder auf. Ergibt sich zu einem späteren Zeitpunkt ein erneuter Bedarf, muss dieser Kunde wieder neu akquiriert werden. Aus so einer Beziehung lässt sich keine Kundenbindung entwickeln. Andere Geschäftsmodelle sind dagegen auf eine langfristige und dauerhafte Kundenbindung ausgerichtet. Bei diesem Modell sind gezielte Maßnahmen zur Kundenbindung durch eine entsprechende Kundenpflege erforderlich. Die Kundenakquise ist eine bedeutende Schlüsselkompetenz im Unternehmen. Dies kann durch persönliche Kontaktaufnahme durch einen Vertriebsmitarbeiter oder durch eine automatisierte Form wie Selbstbedienung im Supermarkt oder über einen Online-Shop erfolgen. Es können aber auch Kombinationen sein, wo Kunden über ein Werbebanner im Internet auf eine Dienstleistung aufmerksam gemacht werden, die dann in eine persönliche Beratung des Kunden führt. Bei erklärungsbedürftigen Produkten ist immer die persönliche Kundenbeziehung von Vorteil, da hier geschultes Personal einen professionellen Eindruck beim Kunden hinterlassen kann, was die Kaufentscheidung wesentlich beeinflusst. Insbesondere bei Investitionsgütern kann sich der Prozess der Akquise sehr lange hinziehen.
Einem bestehenden Kunden etwas zu verkaufen, ist meistens sehr viel einfacher, als einen neuen über eine Kaltakquise zu gewinnen. Nach einer erfolgten Kundenakquisition solltest du dich fragen, ob diese Kundenbeziehung so wertvoll ist, dass du weiter in sie investieren und den Kunden dauerhaft an das Unternehmen binden möchtest. Dies ist abhängig vom Produktportfolio und dem Bedarf des Kunden. Dies geschieht am besten über eine Umsatzpotenzialanalyse für die nächsten Jahre. Des Weiteren solltest du die Aufwände für die Akquisition ins Verhältnis zum erzielten Umsatz setzen. Hoher Aufwand sollte in einen hohen Umsatz münden und nicht umgekehrt. Das heißt, du musst auch bereit sein, eine Kundenakquise fallen zu lassen oder mit wesentlich weniger Einsatz zu betreiben, wenn sie nicht genügend Umsatz verspricht und dich auf einen anderen Kunden konzentrieren, der vielversprechender ist. Die Kunst ist es, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt herauszufinden, wie ernst es deinem potenziellen Kunden mit einem Kauf ist. Deine Marketingstrategie hat das Ziel, Kunden zufriedenzustellen und damit langfristig an das Unternehmen zu binden. Ein zufriedener Kunde kommt immer wieder und er berichtet anderen von einem positiven Kauferlebnis und empfiehlt dein Unternehmen weiter. Persönliche Empfehlungen haben eine sehr hohe Wirkung auf Kaufentscheidungen. Aus Kundenzufriedenheit entwickelt sich dann über die Zeit eine Kundenbindung. Um die Kundenbindung zu fördern, ist eine regelmäßige, aber nicht übertrieben aufdringliche Informationspolitik über deine Marketingkanäle notwendig, damit du in Erinnerung bleibst. Das können Informationen über neue Produkte, besondere Angebote oder Kundenveranstaltungen sein. Denn für manche Kunden ist der persönliche Kontakt wichtig, weshalb sie regelmäßig vom Verkauf angerufen oder besucht werden. Der Kontakt über Newsletter, Webseiten, soziale Medien, Blogs oder Internet-Communities ist genauso wichtig. Durch diese Maßnahmen werden Kunden an das Unternehmen gebunden und steigern damit den Wert des Kunden durch mehr Umsatz.